Recht herzlich willkommen, liebe Speedway-Fans, im Opsal-Stadion zu England, wo hier und heute das Weltfinale 1985 stattfindet. Kommen wir somit sofort zur Fahrervorstellung vor insgesamt 37.000 Zuschauern in diesem ausverkauften Stadion. Mit der Startnummer 1 sehen wir hier vom Podest gehen den 21-jährigen Calvin Tatum aus Großbritannien, der sich als einzigster für dieses Weltfinale qualifizieren konnte. Er fährt für Coventry und für England und für ihn ist das erste Weltfinale. Mit der Nummer 2 zum ersten Mal ebenfalls beim Weltfinale anwesend, Viktor Kuznetsov aus der UdSSR. Er fährt für Sportclub Rovno. Beim kontinentalen Finale überrascht er mit einem vierten Platz. Mit der Startnummer 3, der einzigste deutsche Speedway-Einzelweltmeister, Egon Müller. Mit 36 Jahren ist er der älteste Teilnehmer. Aber mit seinem siebten Weltfinale der erfahrenste hier und heute im Otsal-Stadion zu Bradford. Ja, er macht natürlich seine Show wie immer jedes Jahr, wenn er sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Mit der Startnummer 4. Zum ersten Mal konnte sich ein italienischer Fahrer für ein Speedway-Einzelweltfinale qualifizieren. Es ist der 22-jährige Amado Castagna aus Italien. Er hat schon etwas englische Liga-Erfahrung gesammelt. Er fährt für Kings Lynn sowie für La Savorita Cycle Club in Italia. Ja, mit der Startnummer 5, Sean Moran. Er ist ja Vize-Weltmeister mit dem Team geworden. Er ist 23 Jahre alt, geboren in Lakewood in Kalifornien, fährt in der englischen Liga für Sheffield und natürlich für die USA. Sein zweites Weltfinale insgesamt. Beim Interconti belegte er überragend den ersten Platz. Mit der Startnummer 6 ein weiterer Fahrer aus der USA. Cowboy John Cook, 26 Jahre. Sein erstes Weltfinale ist es, was er hier in England bestreitet. Geboren in Van Nuys, Kalifornien, fährt für Ipswich und die USA. Beim Interconti belegte er einen guten 9. Platz. Mit der Startnummer 7 der zweite deutsche Teilnehmer, Carly Meyer. Ja, auf ihn ruhen heute die Hoffnungen. Er hat uns versprochen, Supersport zu zeigen. Lassen wir uns überraschen, wie er es schafft, hier in diesem Stadion zurechtzukommen. Karl Mayer, 27 Jahre alt, fährt für den AC Landshut. Sein drittes Weltfinale ist es nun. Auf der Langbahn wurde er schon 1980 und 1982 Weltmeister. Mit der Startnummer 8, wie fast jedes Jahr, einzigster finnischer Teilnehmer. Schon 8-mal wurde er insgesamt finnischer Meister, Kai Niemi. In Pori wurde er geboren, fährt für Ipswich in der englischen Liga. Sein viertes Weltfinale ist es. Und das beste Ergebnis war der 8. Platz, 8 Punkte 1980. Beim Interconti wurde er 5. mit der Startnummer 9. Ein Vorausfavorit oder Geheimfavorit, Tommy Knudsen, 23 Jahre alt, geboren in Roger, Dänemark, fährt für Coventry und natürlich für das dänische Team. Er wurde dieses Jahr Paarweltmeister sowie Teamweltmeister. Und es ist insgesamt sein zweites Weltfinale. 1981 belegte er ja den dritten Platz im legendären Wembley-Stadion. Mit der Startnummer 10, die Überraschung der Saison, der 22 Jahre alte Jan O. Petersen. Er ist geboren in Middelfart, ebenfalls in Dänemark.
fährt für Cradley Heath in der englischen Liga. Für ihn ist das erste Weltfinale. Ja, zum dritten Teilnehmer aus der USA wäre zu sagen, er ist 22 Jahre alt. Geboren wurde er ebenfalls in Van Nuy, wie John Cook in Kalifornien. Fährt für die USA, fährt nicht in der englischen Liga, sein drittes Weltfinale. Und letztes Jahr wurde er ja Dritter in Göteborg. Mit der Startnummer 12 sehen wir am Start. Mit 30 Jahren, auch mit einer der ältesten Teilnehmer am heutigen Tage. Jan Andersen aus Schweden. Er wurde geboren in Ellingsten in Schweden. Fährt für Reading. Mehrere Jahre fährt er schon für diesen Club. Und natürlich für das schwedische Team. Sechste Weltfinale, also mit einer der erfahrensten Fahrer bei diesem Weltfinale. Interconti belegt er einen überraschenden, guten vierten Platz. Ja, und zum vierten Fahrer aus der USA kommen wir nun. Sie ist die überragende Macht am heutigen Tage. Mit den Dänen natürlich. Es ist Sam Ermolenko, 25 Jahre ist er alt. Aus Maywood, Kalifornien stammt er. Sein erstes Weltfinale insgesamt. Und beim Interconti-Finale in Vetlanda belegt er einen hervorragenden siebten Platz. So, und nun kommt er, der noch amtierende Weltmeister. 1984, Erik Gundersen. In diesem Jahr wurde er schon Bar-Weltmeister zusammen mit Tommy Knudsen und natürlich auch vor circa zwei Wochen in der USA Teamweltmeister mit dem dänischen Team. Erik Gundersen, 26 Jahre, geboren in Esbjerg, Dänemark, fährt für Cradley Heath. Seine Titel Teamweltmeister 81, 83, 84, 85 und Paar-Weltmeister 85, Langwang-Weltmeister 84. Aber kommen wir gleich zum weiteren dänischen Fahrer. Hans Nielsen, der größte Kontrahent von Erik Gundersen an diesem Tage. Wollen wir hoffen, dass es ihm mal gelingt, nicht so nervös zu sein und weiter nach vorne zu fahren. Ja, sein bestes Ergebnis war letztes Jahr mit einem Vize-Weltmeistertitel. Aber Paar-Weltmeister wurde er schon 1979. Team-Weltmeister 1981, 83, 84 und 85. Was ihm eben noch fehlt, ist der Einzelweltmeistertitel. Und er wird es natürlich heute versuchen, diesen Titel nach Hause zu fahren. Mit der Startnummer 16, ebenfalls zum ersten Male in einem Weltfinale. Aus Ungarn, Zoltán Adoyan. Geboren in Debrecen, Ungarn. Er fährt für Foltern Sportclub Debrecen. Sein erstes Weltfinale, wie gesagt. Und es war doch eine Überraschung, dass er sich in Bocking so weit nach vorne fahren konnte. Mit der Startnummer 17, Reservefahrer Gregor Dziekowski aus Polen. Ja, und zur Startnummer 18 kommen wir nun. Es ist Phil Collins. Er ist ja 23 Jahre alt. Und er ist stocksauer, kann man sagen. Auf Calvin Tatum. Calvin Tatum, der nicht gerade beliebt ist in der englischen Liga. Aber er ist eben ein hervorragender Fahrer. Calvin Tatum hatte nämlich Phil Collins beim Interconti-Finale einen sehr wichtigen Punkt im allerletzten Heat weggenommen. Er hätte nur einen Platz zurückfallen brauchen. Und Phil Collins hätte es geschafft und hätte Jan O. Petersen aus dem Weltfinale verdrängt. So, die Fahrervorstellung ist beendet. Alle Fahrer stellten sich noch einmal dem Publikum. Sie wurden auf die Wagen gestellt. Es wurde eine Ehrenrunde gefahren. Und der erste Lauf konnte beginnen. Insgesamt 37.000 Zuschauer. Hier schwenkt die Kamera einmal durch die Leute. Waren begeistert. Trotzdem, dass es vorher ziemlich stark geregnet hatte. Und Referee Tore Kittelsen es schon mitgeteilt hatte, wenn es weiter regnen sollte, würde dieses Finale einen Tag verlegt. Aber circa anderthalb Stunden vor Rennbeginn hörte es auf. Es war zwar sehr, sehr stürmisch, aber das Rennen konnte gestartet werden. Ja, zum ersten Heat des Tages. Hier nochmal ein Schwenk auf das Fahrerlager. Die Kamera geht noch einmal ganz rum. So, Heat Nummer 1 und gleich mit am Start unser Favorit. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Wir drücken unseren beiden deutschen Fahrern natürlich die Daumen. Egon Müller, aber die Startaufstellung im Heat Nummer 1. Von innen nach außen mit Rot, Calvin Tatum, Großbritannien. Mit Blau, Viktor Kuznetsov, UdSSR. Mit Weiß, Egon Müller, Bundesrepublik Deutschland. Und mit Gelb aus Italien, Amaro Castagna.
Oh, wer kommt am besten weg vom Start? Ah, es scheint Egon Müller. Nein, Egon Müller auf den zweiten Platz. Kelvin Tilden auf Platz 1. Auf Platz 2 Egon Müller. Platz 3 mit Blau ist es Viktor Kuznetsov auf den zweiten Platz. Auf den letzten Platz mit Gelb Castagna. In Führung aber weiterhin Kelvin Tilden. Kelvin Tilden vor Egon Müller, Viktor Kuznetsov und Amado Castagna. Ein sehr guter Auftakt für Egon Müller, wenn er dieses Rennen beendet. Zwar nicht Platz 1, Platz 2. Er hat uns versprochen zu kämpfen. Hat uns natürlich auch vorher gesagt, dass ihm seine Verletzung, die er ja am Bein hat, doch sehr derbe zu schaffen macht. Will aber alles drauf und dran setzen, hier noch einmal sehr weit mit nach vorne zu fahren. Wenn es geht, mindestens bester Kontinentaler zu werden. Die letzte Runde wird eingeläutet für Kelvin Tilden. Egon greift nochmal an, kommt ziemlich weit nach außen. Ah, jetzt ist der Vorsprung noch größer geworden von Kelvin Tilden. Egon Müller weiterhin auf Platz 2. Kuznetsov zurückgefallen, immer noch auf dem dritten Platz. Aber erster Laufsieg für den einzigsten englischen Teilnehmer, Kelvin Tilden. 3 Punkte somit für diesen Fahrer. 2 Punkte für Egon Müller. Hervorragend. Freut uns schon gleich für Egon. Letztes Jahr waren ja die ersten Läufe nur mit 0 Punkten für ihn ausgefallen. Auf Platz 3 mit Blau, Viktor Kuznetsov aus der UdSSR. Und auf den letzten Platz. Es wird schwierig für Amado Castagna, hier Punkte zu sammeln. Und somit natürlich 0 Punkte. Hervorragender Auftakt für unseren deutschen Teilnehmer. Und somit kommen wir dann zum Heat Nummer 2. Beim Heat Nummer 2 an den Start kommen hier mit Rot Sean Moran. Mit Blau, Sean Moran natürlich aus den USA. Mit Blau, Carly Meyer, Bundesrepublik Deutschland. Mit Weiß, John Cook, USA. Und mit Gelb, Kai Niemi, Finnland. So, sie werden jetzt alle vom Startmarschall nach vorne gezogen. Wir haben zwar eine Einblendung, aber ist sehr schlecht zu erkennen. So, der Start ist erfolgt. Wer kommt am besten weg im Heat Nummer 2? Mit Rot, Sean Moran auf Platz 1, John Cook auf Platz 2 und Platz 3, Carly Meyer. Carly Meyer mit Blau auf Platz 3 und Kai Niemi zurückgefallen auf den letzten Platz. Sean Moran, wieder einen Blitzstart hat er gehabt. Genauso wie im Interconti-Finale in Vetlanda, wo er ja in dieser Schlammschlacht hervorragende Läufe zeigte. Er ist schon wieder in Führung. Auf Platz 2 John Cook. Auf Platz 3 Carly Meyer, wird angegriffen von Kai Niemi. Sean Moran, jetzt kommt John Cook ins Bild. Und was bei. Oh, er überreißt die Maschine. Kommt Carly dran vorbei? Jawohl, Carly Meyer war sehr weit nach außen gefallen. Kai Niemi kommt etwas ran. Ah, jetzt greift er außen an Kai Niemi. Was macht Carly? Aber auf Kamera, in Führung bei den Sean Moran. Wie sieht's aus? Es war die letzte Runde, die gezeigt wurde. Sean Moran mit riesengroßem Vorsprung. Kai Niemi hat es geschafft, an Carl Meyer vorbeizukommen, der durch diesen Schock, durch diesen Sturz von John Cook natürlich außen rumfahren musste. Und somit hat er einen wichtigen Punkt doch noch verschenkt. Punkteverteilung im Heat Nummer 2. Nach diesem spannenden ersten Lauf wiederum einen super Lauf im Heat 2. Sean Moran, erster und somit 3 Punkte. Kai Niemi auf Platz 2, schreibt somit auch 2 Punkte. Carly Meyer fährt einen wichtigen Punkt. Und John Cook, der ja durch den Sturz sehr, sehr weit zurückfiel, bleibt natürlich ohne Punkte. So, es geht weiter. Heat Nummer 3. Und zum ersten Male kommt Jan O. Petersen in einem Weltfinale an den Start. Mit der roten Helmkappe startet er ganz innen. Ebenfalls mit dabei, mit Blau. Der Drittplatzierte aus dem letzten Jahr, Lawrence King aus der USA. Mit Weiß, Tommy Knudsen, der amtierende Best-Pairs-Weltmeister, zusammen mit Erik Gundersen geworden. Und mit dabei, ganz außen starten, der ewige Schwede, Jan Andersen. Heat Nummer 3. Jeder sucht natürlich nochmal seine beste Ausgangsposition, sucht den besten Griff am Start. Es werden wieder Rillen geschabt. Ah, lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie Jan O. Petersen abschneidet. Jan Andersen, Lawrence King, Tommy Knudsen. Es ist schon ein verdammt gutes Fahrerfeld, was hier jetzt am Startband steht. Ah,
Komm, Tommy, zieh nach vorne. Halt das Feld nicht so lange auf. Noch scheint die Sonne, aber dunkle Wolken ziehen auf. Und der Startmarschall, er rückt ihn immer näher an den Startbahn. Grüne Lampe brennt und Startbahn ist oben. Wer kommt am besten weg? Mit Rot innen. Ah, es ist Jano Petersen. Jano Petersen in Führung mit Gelb auf den zweiten Platz. Jan Andersen aber mit Weiß. Außen kommt der Tommy Knutzen. Tommy Knutzen auf Platz 2. Jano Petersen Platz 1. Er bleibt innen, Tommy Knutzen. Schafft es. Nein, er bleibt auf dem zweiten Platz. Jan Andersen wird von Lawrence King angegriffen. Der auf dem letzten Platz aber bleibt. In Führung weiterhin Jano Petersen. Überraschung, Sensation. Tommy Knutzen auf Platz 2. Auf dem dritten Platz immer noch Jan Andersen. Der Vorsprung von Jano Petersen. Doch erheblich gegenüber Tommy Knutzen. Oh, ist ein verheißungsvoller Auftakt für diesen jungen Mann, der sich ja noch so gerade im Interconti-Finale für dieses Weltfinale qualifizieren konnte. Und die letzte Runde wird für ihn angezeigt. Der Vorsprung wird immer größer. Ist natürlich hervorragend für den jungen Mann, dass er gleich in seinem ersten Lauf so einen hervorragenden Start hatte. Und er ist in der letzten Kurve, ist auf der Zielgeraden und somit die dänischen Flaggen, sie sind wieder ganz oben. Und für Jano Petersen natürlich ein wundervolles Erlebnis, gleich in seinem ersten Outing bei einem Weltfinale sofort einen Sieg zu schreiben. Kommen wir zur Punkteverteilung. 3 Punkte schreibt Jano Petersen aus Dänemark. 2 Punkte Tommy Knutzen, ebenfalls aus Dänemark. 1 Punkt schreibt Jan Andersen aus Schweden und ohne Punkte blieb Lawrence King den Drittplatzierten aus dem letzten Jahr. Ja, Action in diesem Lauf war wieder angesagt. Und uns freut es natürlich für Jano Petersen, dass er gleich hier so hervorragenden Speedway zeigte. Tommy Knutzen gleich den Schneid abkaufte und einen Sieg nach Hause fuhr. Heat Nummer 4. Und mit Erik Gundersen im Blau kommt der amtierende Speedway-Einzelweltmeister aus dem Jahre 1984 an den Start. Kommen wir aber zur direkten Startaufstellung. In Heat Nummer 4, der Vize-Weltmeister natürlich auch mit dabei. In Rot, Vize-Weltmeister 1984, Hans Nielsen. In Blau, der amtierende Speedway-Einzelweltmeister aus dem Jahre 1984, Erik Gundersen. In Weiß, zum ersten Mal war im Weltfinale, Zoltan Adoyan. Und ebenfalls zum ersten Mal war im Weltfinale, Sam Ermolenko aus der USA. Sind wir gespannt, wie es zwischen Erik Gundersen und Hans Nielsen ausgeht. Die beiden, sie sind ja nicht die besten Freunde. Und Erik Gundersen, er wird ja von Ole Olsen besser bemanagt. Und Hans Nielsen ist ganz auf sich alleine eingestellt. Es kommt drauf an. Hans Nielsen, der ja zurzeit der beständigste Fahrer in der englischen Liga ist, will es natürlich Ole Olsen, will es den Erik Gundersen und den anderen Fahrern, Tommy Knutzen, natürlich zeigen. Ja, Erik Gundersen zieht wieder ins Band vor. In der Liga wäre er qualifiziert, disqualifiziert worden. Start ist aber erfolgt. Hans Nielsen auf Platz 2. Erik Gundersen fällt auf den dritten Platz zurück. Sam Ermolenko auf Platz 2. Hans Nielsen in Front. Sam Ermolenko. Erik Gundersen abgeschlagen. Zoltan Adoyan. Oh, das ist ja schon ein Riesenvorsprung, den der Hans hier rausfährt. Mit der Startnummer 15. Auf Platz 2 dann mit 13. Sam Ermolenko und Erik Gundersen nur auf den dritten Platz. In einem vorherigen Gespräch mit Erik Gundersen hat er uns gesagt, dass er so im ersten Lauf erst einen Prototyp testen wollte. Ein Prototypmotor. Oh, ob es das vielleicht ist, dass er jetzt nur auf einen dritten Platz liegt. Hans Nielsen weiter in den Front, reißt eine Kappe runter, damit er eine bessere Sicht hat. Die letzte Runde wird jetzt angezeigt für Hans Nielsen. Und immer noch in Führung. Sam Ermolenko auf Platz 2 und Erik Gundersen, er kommt nicht weiter dran. Er versucht es außen, aber macht doch schwere Fahrfehler. Hans Nielsen bleibt innen, zieht seine Linie. Auf der Geraden ist er und 3 Punkte und Riesenfreude bei Hans Nielsen. Hans Nielsen, sein erster Sieg heute auch, ist natürlich auch erst sein erster Lauf. Auf Platz 2, aber doch eine Überraschung, denn er schlug ja Erik Gundersen. Sam Ermolenko schreibt wichtige 2 Punkte. Hans Nielsen winkt ins Publikum. 1 Punkt nur für Erik Gundersen. Eine kleine Enttäuschung für ihn. Und auf den letzten Platz, ja, man konnte es nicht anders erwarten. Zoltan Adoyan aus Ungarn. Dann machen wir einmal eine kleine Punkteübersicht nach den ersten 4 Läufen. In Führung mit insgesamt 3 Punkten sind Hans Nielsen, Jano Petersen, beide aus Dänemark. Kelvin Tatum, Großbritannien, Sean Moran, USA haben auch ebenfalls 3 Punkte. Sam Ermolenko, Tommy Knutzen, Egon Müller, Kai Niemi schreiben insgesamt 2 Punkte. Erik Gundersen, Jan Andersen, Viktor Kuznetsov, Kali Meyer 1 Punkt,
Zoltan Adelian, Lance King, Amado Castagna und last not least, John Cook schreiben noch keinen Punkt. Aber nach 8 Läufen werden wir Ihnen eine weitere Tabelle durchgeben und dann sieht das Fahrerfeld bestimmt etwas anders aus. Somit kommen wir dann zum Heat Nummer 5 und hier kommen an den Start, ganz innen startend, mit Rot, Sam Ermolenko. Er schrieb in seinem ersten Outing 2 Punkte. Mit Blau, Kelvin Tatum, hat 3 Punkte aus seinem ersten Lauf auf dem Konto. Ebenfalls 3 Punkte, Sean Moran aus der USA. Und 2 Punkte, Tommy Knudsen. Das verspricht, ein Wahnsinnslauf zu werden. 2 Heat-Gewinner und 2 Leute, die einen zweiten Platz in ihren Läufen belegten. Rot, Sam Ermolenko. Blau, Sean Moran. Kelvin Tatum, Entschuldigung. Dann Sean Moran mit Weiß. Und mit Gelb Tommy Knudsen aus Dänemark. Ah, Tommy Knudsen, er hält es immer ein bisschen auf, versucht immer etwas die Fahrer nervös zu machen mit seinem Zurückziehen. Aber wie sieht es aus? Oh, da fährt Sean Moran ein Stück vor. Und der Start ist erfolgt. Wer geht in Führung? Mit Rot ist... Oh, ein Sturz von Tommy Knudsen. Oh, er hat leicht von Sean Moran einen Stoß bekommen. Das Feld geht aber weiter. Sam Ermolenko in Führung oder ist es Sean Moran? Ja, aber die rote Flagge kam raus und somit Abbruch in diesem Lauf. Ah, Sam Ermolenko lag zwar auf dem ersten Platz, aber der Lauf zur Sicherheit des Fahrers Tommy Knudsen wurde dieser natürlich abgebrochen. Ja, jetzt sind wir gespannt auf die Entscheidung vom Referee Tore Kittelsen. Denn wir können uns noch erinnern, 1982, bei dem legendären Sturz von Kenny Carter, als er eine für uns unwahrscheinliche Fehlentscheidung traf und Kenny Carter disqualifizierte. Aber hier konnte er nach unserem Ermessen nur eine einzige Entscheidung treffen. Und diese hat er getroffen. Rehran mit allen 4 Fahrern. Und der Startmann ist wieder oben. Wer geht in Führung? Mit Rot geht in Führung. Oder ist es Sean Moran außen? Nein, es ist Sam Ermolenko. Mit Gelb, Tommy Knudsen auf Platz 2 und Sean Moran nur Dritter. Sam Ermolenko, Tommy Knudsen, die beiden auf den ersten und zweiten Platz. Sam Ermolenko in Führung, auf den zweiten Tommy Knudsen, Dritter Sean Moran und auf den letzten Platz Kelvin Tatum. Ja, die beiden Heatsieger von eben liegen auf den letzten beiden Plätzen. Sam Ermolenko. Überraschung an diesem Tage, zur Zeit jedenfalls, sollte er diesen ersten Platz halten, hat er schon 5 Punkte auf seinem Konto. Aber Tommy Knudsen, er kommt eher, bleibt schon innen, aber kleiner Fahrfehler, etwas überzogen. Sam Ermolenko bleibt in Führungsposition, Tommy Knudsen sehr weit außen fährt, Sam Ermolenko, Tommy Knudsen bleibt innen, kann aber keinen Meter gut machen. Jetzt wissen wir gar nicht, ist es die letzte Runde, die Kamera wird weiter, es war die letzte Runde. Und 3 Punkte für Sam Ermolenko in diesem fantastischen Heat. 2 Punkte für Tommy Knudsen, nur einen einzigen Punkt für Sean Moran und ohne Punkte mit Blau Kelvin Tatum. Sam Ermolenko schreibt insgesamt 5 Punkte nun, Tommy Knudsen 4, Sean Moran 4 und Kelvin Tatum bleibt bei 3 Punkten aus seinen ersten beiden Outings. Ja, fantastische Läufe haben wir bis jetzt gesehen. So stellen wir uns ein Weltfinale vor. Und dann kommen wir gleich schon zum Heat Nummer 6. Und hier nehmen teil mit Rot Erik Gundersen hier groß im Bild. Erst einen Punkt hat er. Mit Blau der Überraschungssieger aus dem ersten Lauf, Jano Petersen. 3 Punkte schreibt er. Viktor Kuznetsov in Weiß schreibt einen Punkt. Und ohne Punkte John Cook aus den USA, der im ersten Lauf leider die Maschine überzog, stürzte das Rennen aber wieder aufnahm, aber keinen Platz mehr gut machen konnte. Geht 6 nochmal von innen nach außen. Erik Gundersen, Jano Petersen, Viktor Kuznetsov. Und John Cook. Und der Startmann ist oben. Wer geht in Führung?
Mit Rot ist das Erik Gundersen und John Cook auf Platz 2. Blau Petersen auf den dritten Platz und Viktor Kuznetsov auf den letzten Platz. Oh, John Cook, Cowboy John Cook, er reitet wieder auf der Maschine. Eine Kurve, er hat Probleme. Oh, 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 das Lenkrad ging etwas hoch, der Lenker ging hoch. Aber er konnte die Maschine halten. Cowboy John Cook in Führung, aber weiterhin Erik Gundersen. Versucht er jetzt eine Aufholjagd zu starten. Denn schon 2 Punkte lag er ja hinter Hans Nielsen, seinem größten Konkurrent. Erik Gundersen, groß im Bild hier. Die letzte Runde wird für ihn angezeigt. Auf Platz 2, Cowboy John Cook. Den dritten Platz, Jano Petersen. Und auf den letzten Platz, Viktor Kuznetsov. Ja, dieses Feld ist jetzt ziemlich weit auseinandergezogen. Es geht auf die Zielgerade. Und somit streift Erik Gundersen 3 Punkte. Und sein erster Sieg am heutigen Tag ist es. John Cook auf den 2. Platz schreibt 2 Punkte. 1 Punkt für Jano Petersen und Viktor Kuznetsov ohne Punkte. Erik Gundersen insgesamt 4 Punkte schreibt er nun. John Cook 2 Punkte. Jano Petersen ebenfalls 4 Punkte. Und ohne Punkte, beziehungsweise Entschuldigung, mit 1 Punkt Viktor Kuznetsov. Kommen wir nun zum Heat Nummer 7. Und hier sind wieder hervorragende Fahrer am Start. Nicht nur, weil es die beiden Deutschen sind, sondern auch, weil es Hans Nielsen ist, der in seinem ersten Lauf klar gewann. Die Startaufstellung aber einmal von innen nach außen. In Rot, ohne Punkte zurzeit, Lance King. In Blau mit 3 Punkten, Hans Nielsen. In Weiß mit 1 Punkt, Carly Meyer. Und in Gelb, außen starten, Egon Müller. Heat Nummer 7. Schafft Egon Müller. Oh, einen sehr schlechten Start haben die beiden deutschen Fahrer. Und sie kommen sehr eng zusammen. Oh, Egon Müller, er stürzt. Und oh, auf sein kaputtes Bein fällt er auch noch. Oh, hoffentlich ist es nicht das Aus für Egon Müller. Er bleibt unter der Maschine liegen. Das Rennen wurde natürlich abgebrochen. Ja, es war doch etwas komisch. Man kann es gar nicht genau sagen. Soll man einen der Fahrer disqualifizieren? Aber da ist ja in der Kurve passierte. Hier sehen wir auch noch, können wir gleich dabei sagen, den Sohn von Egon Müller, Dirk Müller, der wieder vollkommen genesen ist. Sein Vater hier im Bredforder Stadion mit zur Seite stand. Und Tore Kittelsen machte es wie im ersten Lauf, also beziehungsweise im zweiten Lauf, als er alle 4 Fahrer wieder ans Band kommen ließ. Lässt er auch im Heat Nummer 7 zum Rehran alle 4 Fahrer wieder ans Startband. Nochmals die Startaufstellung mit Rot, Lance King, mit Blau, Hans Nielsen, mit Weiß, Carly Meyer und mit Gelb, Egon Müller. Eben hatten beide Deutsche einen sehr, sehr schlechten Start. Und lassen wir uns überraschen, ob es jetzt besser klappt. Startband ist oben. Wer kommt? Und die Deutschen wieder schlecht. Hans Nielsen auf Platz 1. Carly Meyer drängt Egon weit nach außen. Egon kommt aber auf den 3. Platz vor. Auf Platz 1 aber weiterhin Hans Nielsen. Lance King auf Platz 2. Egon Müller 3. Und Carly Meyer auf den letzten Platz. Ah, Vorsprung von Hans Nielsen. Sehr groß. Hier haben wir Egon Müller im Bild. Hier haben wir Hans Nielsen mit Blau. Start Nummer 15. Weit in Führung. Lance King abgeschlagen. Genauso wie Egon Müller, der auf den 3. Platz liegt. Und Carly Meyer nur auf den letzten Platz. Und wir sind natürlich schon, man kann es fast schon sagen, für Carly Meyer alle Hoffnungen begraben, auf einen der vorderen Plätze vorzufahren. Er müsste schon die letzten Läufe alle gewinnen, um ganz nach vorne zu kommen. Aber Zieleinlauf in Heat Nummer 7. 3 weitere Punkte für Hans Nielsen. 2 Punkte für Lance King. 1 Punkt für Egon Müller. Und ohne Punkte Carly Meyer. Hans Nielsen hat jetzt insgesamt 6 Punkte. Lance King schreibt insgesamt 2 Punkte. Egon Müller 3. Und Carly Meyer bleibt bei 1 Punkt.
Kommen wir somit dann zum Heat Nummer 8. Da kommt man in den Start mit Rot. Amado Castagna ohne Punkte. Mit Blau Kai Nini. 2 Punkte. Mit einem Punkt in Weiß Jan Andersen. Und ohne Punkte aus Ungarn Zoltán Adoyan. Heat Nummer 8 hier in Weiß. Jan Andersen. Kanini, er wird natürlich versuchen, Castagna und Adrian zu schlagen. Aber Jan Andersen ist natürlich ein schwerer Brocken. Nochmals die Startaufstellung. Rot Castagna, dann Nini. In Blau, in Weiß Andersen und Zoltán Adoyan auf der Außenbahn. Ja, er muss nochmal zurück. Und der Start ist erfolgt. In Führung mit Rot ist es Amado Castagna. Nein, mit Blau Kai Nini. Kai Nini auf Platz 1. Amado Castagna Platz 2. Viktor Kuznetsov in Weiß. In Gelb auf dem letzten Platz. In Blau, Kai Nini auf Platz 1, Castagna Platz 2, Jan Andersen auf den dritten Platz und Zoltán Adoyan auf den letzten Platz. Nicht Kuznetsov ist am Start, sondern Zoltán Adoyan. Kai Ninis Vorsprung, riesengroß. Castagna, leichte Probleme mit der Maschine. Jan Andersen setzt nochmal alles dran, um Castagna einzuholen. Castagna, der ja große Fortschritte gemacht hat, der jetzt in der englischen Liga ja fährt, für Kings Lynn. Ja, und die letzte Runde wurde angezeigt. Nein, es war schon die Zieldurchfahrt. Zieldurchfahrt und 3 weitere Punkte für Kai Nini, der jetzt insgesamt 5 Punkte schreibt. 2 Punkte und somit seine ersten 2 Punkte. Amado Castagna. 1 Punkt und somit 2 Punkte Jan Andersen und ohne Punkte, er bleibt auch ohne Punkte, Zoltán Adoyan. Ja, und dann kommen wir auch mal wieder zu einer Gesamtübersicht. Hans Nielsen mit 6 Punkten insgesamt auf dem ersten Platz, mit 5 Punkten Sam Ermolenko und Kai Nimi auf Platz 2 und 3. Erik Gundersen, Tommy Knudsen, Jano Petersen und Sean Moren mit 4 Punkten auf Platz 4 bis 7. Mit 3 Punkten Egon Müller und Kelvin Keten auf Platz 8 und 9. John Cook mit 2, Lance King mit 2, Amado Castagna ebenfalls 2 Punkte, Jan Andersen 2 Punkte auf den Plätzen 10 bis 13. Viktor Kuznetsov 1 Punkt, Karl Mayer 1 Punkt auf Platz 14 und 15. Und auf dem letzten Platz noch ohne Punkte, Zoltán Adoyan. Ja, die Kamera hat hier nochmal einen Rundschwenk gemacht und Sie konnten einmal richtig sehen, wie voll dieses Stadion war, obwohl es noch nicht ganz komplett fertig gebaut ist. Wir haben vorher mit dem Erbauer dieses Stadions gesprochen. Er hat vor, dieses Stadion auf insgesamt 80.000 Zuschauer auszubauen, damit also eine noch größere Menge in dieses Stadion reinpasst. Lassen wir uns überraschen, wie er dieses vorhat. Ein Prototyp, und zwar im Stile von 1:10, steht schon in seiner Halle. Aber wir kommen somit zum Heat Nummer 9. Mit der Start Nummer 6 in Rot John Cook 2 Punkte. In Blau Zoltán Adoyan 0 Punkte. In Weiß Kelvin Tatum 3 Punkte. Und in Gelb Lance King 2 Punkte. Start ist Erfolg. Mit Rot John Cook. Oh, hervorragender Kurvenkampf. John Cook auf den ersten Platz fährt er vor. Und Lance King auf Platz 2. Kelvin Tatum mit Weiß auf den dritten Platz. Lance King, er bleibt jetzt innen, aber John Cook auf den ersten Platz. Ah, Lance King bleibt sehr schön innen. Und Cook, au. Man kann wirklich sagen, Cowboy John Cook, er reitet auf der Maschine. Hat Probleme mit dem Lenker, aber er kriegt die Maschine immer wieder rum. Jetzt wird der Vorsprung etwas größer. Und John Cook muss aufpassen, dass Kelvin Tatum nicht rankommt. Er bleibt sehr schön innen, Kelvin Tatum. 4 Punkte hat er ja zurzeit. Einen Sieg und einen dritten Platz.
Die letzte Runde wird für Cowboy John Cook angezeigt. Lons ging auf Platz 2, Kevin Kate um Platz 3, Zoltan Adegan natürlich weit abgeschlagen. Auf der Zielgeraden und somit 3 Punkte für Cowboy John Cook. Schreibt somit insgesamt 5 Punkte auf Platz 2 und 2 Punkte Lons King. Insgesamt hat er nun 4 Punkte. Kelvin Teten, einen Punkt schreibt er, kommt ebenfalls auf 4 Punkte. Und ohne Punkte, er hat auch noch keinen Punkt, Zoltan Adrian aus Ungarn. Ja, wieder hervorragender Kurvenkampf in der ersten Runde. Dicht an dicht, so wollen wir den Speedway-Sport sehen. So macht es Spaß zuzusehen. Und so ist es auch immer wieder herrlich, Videos zu machen. Und dann ging es gleich weiter, Schlag auf Schlag mit Heat Nummer 10. Und hier kommt man an den Start mit Rot, Jan Andersen und 2 Punkte. Mit Blau und 4 Punkten, Sean Moren und den zurzeit Führenden, Hans Nielsen mit insgesamt 6 Punkten auf der dritten Bahn in Weiß. Und ganz außen starten der russische Fahrer Viktor Kuznetsov mit insgesamt 1 Punkt. Ja, die Fahrer werden jetzt an Startband geordert vom Startmarschall. Jan Andersen innen startend. Sean Moren, Hans Nielsen, Viktor Kuznetsov. Sean Moren zieht nochmal ins Band vor. Und Hans Nielsen, wie kommt er wieder weg vom Start? Er liegt auf dem ersten Reihen. Jetzt zieht er weiter nach außen. Jan Andersen bleibt ganz innen. Jan Andersen auf Platz 1. Hans Nielsen Platz 2. Auf dem dritten Platz mit Blau Sean Moren und auf dem letzten Platz Viktor Kuznetsov. Jan Andersen außen kommt jetzt Hans Nielsen. Was macht er da? Schafft es hervorragend, wie er außen dran vorbeikommt. Jan Andersen zieht er nochmal gleich. Jetzt zieht Hans Nielsen nach innen auf den ersten Platz vorgefahren. Überraschend, wie er Jan Andersen außen austrickste. Ob die Bahn außen mehr Griff hat, man weiß es nicht genau. Aber so einen tollen Fahrstil von Hans Nielsen haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt wird der Vorsprung schon wieder riesengroß. Hans Nielsen, Jan Andersen, Sean Moren und auf den letzten Platz Viktor Kuznetsov. Ja, einsam liegt er in der Führung, Hans Nielsen. Und es wird wieder ein Sieg für ihn, denn es war die letzte Runde. Und 3 weitere Punkte für Hans Nielsen. Hans Nielsen kommt somit auf insgesamt 9 Punkte. Auf dem zweiten Platz Jan Andersen mit 2 Punkte, schreibt er insgesamt 4 Punkte. Auf den dritten Platz kommt Sean Moren, hat nur insgesamt 5 Punkte. Und auf den letzten Platz ohne Punkte, schreibt aber insgesamt 1 Punkt Viktor Kuznetsov. Es geht weiter mit Heat Nummer 11. Hier kommt man an den Start. Mit Rot und 5 Punkten Kai Niemi. Mit Blau und 4 Punkten Tommy Knudsen. Mit Weiß und 3 Punkten Egon Müller. Und mit 4 Punkten der noch amtierende Weltmeister Erik Gundersen. In Gelb, ganz außen starten. Ja, wenn Egon Müller hier noch Punkte schreiben könnte, das wäre sehr wichtig. Dann könnte er weiter mit nach vorne kommen. Ein Sieg, 6 Punkte. Das ist, mit in der Spitze fährt er dann. Aber die Gegner sind stark. Kai Niemi, Tommy Knudsen, Erik Gundersen. Es wird schwer für Egon. Lassen wir uns ruhig vorwegnehmen. Trotzdem, dass er der erfahrenste Fahrer hier in diesem Weltfinale ist. Aber aufgrund, dass er ja in Deutschland sehr, sehr wenig Speedway fahren kann, meistens immer nur Langbahn und Grasbahn, geht es natürlich schwer gegen diese 3 anderen Fahrer, die ja internationale Klasse haben und alle in der englischen Liga fahren, zu bestehen. Aber lassen wir uns überraschen, wie Egon Müller wegkommt. Es liegt am Start, oh, leicht steigende Maschine und gleich auf den letzten Platz liegt er. Der geht aber in Führung mit Rot, ist das kein Ini auf den ersten Platz. Gundersen auf Platz 2. Knutzen auf den dritten Platz. Jetzt auf der Gegengeraden kommt Erik Gundersen. Wie Hans Nielsen aus, zieht er vorbei, aber Kai Niemi bleibt innen. Erik Gundersen, was macht er? Bleibt wieder außen. Kai Niemi auf den ersten Platz weiterhin. Erik Gundersen Platz 2. Dritter Tommy Knutzen. Da und abgeschlagen Egon Müller. Immer noch Kai Niemi auf ersten Position. Erik Gundersen, jetzt probiert er es außen. Hat er es von Hans Nielsen abgeschaut. Jetzt ist er Kopf an Kopf
Er hat es geschafft auf den ersten Platz in der letzten Runde. Jawohl, und 3 Punkte für... Nein, es war noch nicht die letzte Runde. Also können wir uns doch auf die letzte Runde freuen. Erik Gundersen vor Kai Niemi, Tommy Knutzen. Aber jetzt geht es auf die Zielgerade. Und somit 3 wichtige Punkte für den amtierenden Weltmeister. Noch amtierenden Weltmeister Erik Gundersen schreibt insgesamt 7 Punkte. Kai Niemi 2 Punkte schreibt er. Kommt auf ebenfalls 7 Punkte. Ja, und hier sehen wir Egon Müller. Er scheint Schmerzen zu haben. Er packt sich ans Bein. Und im Fahrerlager haben wir ihn dann gesehen, dass er sehr, sehr schwer am Humpeln war. Es wird natürlich schwierig für ihn, noch weiter zu fahren. Lassen wir uns überraschen, wie er weiter bestehen kann. Ja, Erik Gundersen schreibt insgesamt 7 Punkte. Kai Niemi ebenfalls 7 Punkte. Tommy Knutzen 5. Und Egon Müller bleibt bei 3 Punkte. Und nun geht's weiter mit Heat Nummer 12. Und hier kommt man in den Start. Die Überraschung des Tages zurzeit noch. Sam Ermolenko, 5 Punkte hat er. Amado Castagna mit 2 Punkten in Blau. Mit 4 Punkten Jan O. Petersen in Weiß. Und mit 1 Punkt Carly Meyer, der uns zurzeit doch schwer enttäuscht, muss man sagen. 1 Punkt hat er erst. Und diesen, tja, vielleicht nur aufgrund dessen, dass John Cook in seinem ersten Lauf stürzte. Aber vielleicht macht der Kali jetzt ein paar Punkte gut. Sam Ermolenko rot, Castagna in blau, Petersen in weiß und Karl Mayer außen starten. Und der Start ist Erfolg. Er geht in Führung. Mit rot ist es Sam Ermolenko auf Platz 2 mit blau Castagna, mit weiß Jano Petersen auf den 3. Platz und Karl Mayer schon wieder weit zurückgefallen. Und blau Castagna immer auf Platz 2. Jetzt schafft es Jano Petersen an Castagna vorbeizukommen. Auf den 2. Platz vorgefahren. Castagna 3. Aber Castagna bleibt schön außen. In Führung aber weiterhin Ermolenko. Castagna jetzt außen wieder dran vorbei an Jano Petersen. Auf Platz 2 somit wieder. Erster immer noch Ermolenko. 2. Castagna. 3. Jano Petersen. Und Karli Meyer. Er fährt hinterher. Leider auf dem letzten Platz. Die letzte Runde wird angezeigt für Sam Ermolenko. Castagna auf den 2. Platz. Hervorragend. Aber gegen Jano Petersen ist es auch schon schwierig, einen 2. Platz herauszufahren. Zieleinlauf in Heat Nummer 12. Sam Ermolenko schreibt 3 weitere Punkte. Insgesamt hat er jetzt nun 8 Punkte auf dem Konto. Mit Blau Castagna schreibt 2 Punkte, insgesamt 4. 1 Punkt für Jano Petersen. Er kommt auf 5 Punkte und ohne Punkte Karli Meyer hat insgesamt jetzt erst 1 Punkt. Nochmal Übersicht nach 12 Läufen. Hans Nielsen mit 9 Punkten auf Platz 1. Sim Ermolenko 8 Punkte, Platz 2. Auf den 3. Platz Erik Gundersen und Kai Niemi mit 7 Punkte. Aber es geht weiter mit Heat Nummer 13. An diesem Nebenteil Karli Meyer mit nur 1 Punkt. Jan Andersen in Blau mit 4 Punkten. Wiederum am Start Erik Gundersen mit insgesamt 7 Punkte. Und 4 Punkte schreibt Calvin Tatum. So, und der Start ist erfolgt. In Führung geht in Heat Nummer 13. Mit Weiß ist es Erik Gundersen. Mit Blau Sam. Mit Gelb ist es natürlich Calvin Tatum. Mit Rot Jan Andersen. Blau Karli Meyer. Nicht auf den 2., sondern nur wiederum auf den letzten Platz. Erik Gundersen, Calvin Tatum, Jan Andersen, Karl Meyer. So zurzeit die Position im Heat Nummer 13. Die letzte Runde wird angezeigt für Erik Gundersen. Die dänischen Fans, die hoffen natürlich auf ihn. Drücken natürlich auch Hans Nielsen die Daumen. Und Erik Gundersen, er beginnt eine Aufholjagd. Aber 2 Punkte gegenüber Hans Nielsen sind doch ziemlich viel. Aber trotzdem 3 weitere Punkte für diesen Mann. Er schreibt nun insgesamt 10 Punkte. Calvin Tatum bekommt 2 Punkte dazu. Insgesamt hat er nun 6 Punkte. Und mit Rot auf den 3. Platz Jan Andersen. Er schreibt insgesamt nun 5 Punkte. Karli Meyer wiederum ohne Punkt. Einen einzigen Punkt hat er zurzeit.
Ja, liebe Fans, wir kommen somit jetzt zum Heat Nummer 14. Dort sind wieder zwei Spitzenfahrer am Start, die schon ziemlich Punkte gesammelt haben. Und zwar sind es Sam Jarmolenko und Kai Niemi. Aber die Startaufstellung einmal, Heat Nummer 14. Mit Rot und einem Punkt, Viktor Kuznetsov. 8 Punkte schreibt mit Blau Sam Jarmolenko. 7 Punkte Kai Niemi. Und 4 Punkte mit Gelb Lance King. Rot Viktor Kuznetsov. Blau Sam Jarmolenko. Weiß Kai Niemi. Und Gelb Lance King. Heat Nummer 14. Überraschend, Kai Niemi hat einen Bombenstart, zieht auf den ersten Platz vor, auf den zweiten Platz Blau Sam Jarmolenko, auf den dritten Platz Lance King und letzter Viktor Kuznetsov, auf Platz 1 Kai Niemi mit Weiß, jetzt greift Sam Jarmolenko an, kommt ja nicht ganz, da zieht natürlich Kai Niemi ganz weit nach außen hin, damit kam natürlich Sam Jarmolenko nicht an Kai Niemi vorbei. Nochmals probiert er es außen, zieht jetzt nach innen. Was macht Kai Niemi? Jetzt bleibt er außen. Ah, wieder sehr schön gekonnt dort, Kai Niemi. Ah, das ist Erfahrung, die er schon hat. Aber Sam Jarmolenko, er gibt nicht auf. Er bleibt dicht am Hinterrad von Kai Niemi. Ah, er probiert es außen so wie innen. Aber Kai Niemi, er beherrscht natürlich diesen Sport. Aber jetzt wird der Vorsprung noch etwas größer. Er bleibt jetzt innen, Sam Jarmolenko. Außen scheinen die Bahn etwas mehr Griff zu haben. Kai Niemi somit weit in die Führung. Auf den zweiten Platz Sam Jarmolenko. Und Zieldurchfahrt. 3 Punkte für Kai Niemi. Eieiei, das wird wohl sein bestes Weltfinalergebnis, was er je gefahren hat. 8 Punkte hatte er 1980 erreicht, was sein bestes war. Und jetzt schreibt er schon nach seinen ersten 4 Läufen insgesamt 10 Punkte. Auf Platz 2 mit 2 Punkten Sam Jarmolenko. Insgesamt hat er jetzt schon 10 Punkte auf seinem Konto. Auf den dritten Platz, dann weiterhin Lance King. Er hat insgesamt jetzt erst 5 Punkte. Und auf den letzten Platz Viktor Kuznetsov in Rot. Er hat 0 Punkte zurzeit. Ja, Heat Nummer 15 sind wir jetzt. Zoltan Adoyan mit 0 Punkten am Start. Mit 3 Punkten am Start Egon Müller. Mit 5 Punkte Jan Petersen und ebenfalls 5 Punkte Sean Moren, Heat Nummer 15. Ja, nochmal zur Startaufstellung im Heat Nummer 15. Das heißt, ich habe sie Ihnen ja schon durchgegeben. Sie wissen es jetzt und wie es auch angezeigt. Und Start ist Erfolg mit, oh, wer kommt? Gelb ist es, Sean Moren. Rot, Adoyan auf Platz 2. Jetzt kommt aber mit Blau ganz außen. Oh, im Heat Nummer 15 mit Blau ist es Egon Müller jetzt auf den zweiten Platz. Ah, er kämpft, der Egon, er kämpft. Auf den dritten Platz fährt jetzt mit Weiß vor Jano Petersen. Ah, jetzt versucht der Egon Müller anzugreifen. Aber Egon kann auch mal kontern. Und mit Rot auf den letzten Platz Zoltan Adoyan. In Führung aber weiterhin Sean Moren. Vor Egon Müller, Jano Petersen und Zoltan Adoyan im Heat Nummer 15. Ja, Egon, er kämpft, man sieht es, obwohl er wahnsinnige Schmerzen hat. Er hat selbst noch gesagt, dass er sich dieses Jahr wahrscheinlich operieren lassen wird, damit diese Schmerzen in den Beinen aufhören. Aber kommen wir zum Heat 15 nochmal zurück. In Führung und er geht als erster über die Ziellinie. Sean Moren auf Platz 2, Egon Müller. Auf Platz 3 Jano Petersen und auf dem letzten Platz Zoltan Adoyan. Sean Moren schreibt insgesamt 8 Punkte, nachdem er diese 3 aus dem Heat hier zugezogen bekam. Egon Müller insgesamt 5 Punkte schreibt er nun. Jano Petersen insgesamt 6 Punkte und Zoltan Adoyan bleibt bei 0 Punkten. So, kommen wir jetzt zum Heat Nummer 16. Am Start ist wiederum Hans Nielsen. Mit 9 Punkten führt er ja zurzeit. Geben wir aber einmal die Startaufstellung. Hier sehen wir Hans Nielsen mit der Startnummer 15 nochmal. Dann mit Rot kommt ins Bild Tommy Knudsen. Was macht der Tommy? Fährt er gegen oder fährt er für Hans Nielsen? Lässt er ihn vor oder versucht er für Erik Gundersen zu fahren?
Wir lassen uns überraschen. Tommy Knutzen mit Rot. 5 Punkte schreibt er insgesamt. John Cook auf Bahn 2 mit Blau. 5 Punkte ebenfalls. Amado Castagna mit 4 Punkten auf der 3. Bahn in Weiß. Und mit 9 Punkten zurzeit noch Maximum. Hans Nielsen in Gelb. Alle Fahrer suchen nochmal die beste Startposition. Tommy Knutzen fährt natürlich wie immer als letzter wieder ans Band ran. John Cook, jetzt zieht Tommy Knutzen nochmals zurück. Will er seinen Partner Hans Nielsen nervös machen? Denn wir wissen natürlich alle, das Nervenkostüm von Hans Nielsen ist nicht gerade das Beste. Aber mit diesen 9 Punkten, die er aus den ersten 3 Läufen nach Hause gefahren hat, müsste es eigentlich so sein, dass er auch hier gut startet. Drücken wir ihm die Daumen und der Start ist Erfolg. Wer geht in Führung? Hans Nielsen. Nein, er stürzt. Hans Nielsen stürzt und die Maschine fliegt weg. Oh, was passiert? Er bleibt liegen. Das Rennen wurde abgebrochen. Oh, das war von John Cook natürlich nicht gerade ganz fein, was er da gemacht hat. Hans Nielsen bleibt auf der Bahn liegen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Eben haben wir noch gesagt, dass sein Nervenkostüm nicht gerade das Beste ist. Mit der Startnummer 9 kommt Tommy Knutzen, fährt aber dann vorbei. Dann Amado Castagna fährt nach Hans Nielsen und John Cook kommt. Oh, oh, das war nicht gerade fein, was John gemacht hat. Er steigt ab, John Cook. Jetzt sind alle Fahrer bei ihm. Hoffentlich ist ihm nichts passiert, dem Hans Nielsen. Er entschuldigt sich, John Cook. Aber nach unserer Meinung müsste John Cook disqualifiziert werden. Denn er hätte mit dem Hinterrad, hatte ihm das Vorderrad doch sehr schön weggeschlagen, kann man fast schon sagen. Schauen Sie sich es zu Hause noch mal öfters an und Sie werden es sehen. Ja, aber Hans Nielsen, er ist aufgestanden. Er kann laufen. Gott sei Dank, dass er sich wieder erholt hat. Es hat zwar einige Minuten gedauert, bis er wieder aufgestanden ist, aber nun befindet er sich wieder auf dem Weg ins Fahrerlager. Warten wir aber jetzt mal die Entscheidung vom Referee ab. Ja, 3 Fahrer sehen wir hier. Nein, doch, alle 4 Fahrer. Oh, ah. Ja, der Tore Kittelsen hat schon immer öfters mal Entscheidungen getroffen, die nicht gerade die besten waren. Nach unserer Meinung hätte er John Cook natürlich klar disqualifizieren müssen. Aber Entscheidung bleibt Entscheidung und alle 4 Fahrer kamen dann wieder zum Start. In Rehran nochmals die Startaufstellung von innen nach außen. Mit Rot Tommy Knutzen, mit Blau John Cook, mit Weiß Amado Castagna und mit Gelb Hans Nielsen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Hans Nielsen diesen Sturz überwunden hat. Sitzt der Schock ihm noch in den Gliedern oder kann er ihn so verkraften, dass er gleich wieder kräftig kontert? Und Start ist voll, er hat einen guten Start, Hans Nielsen. Schauen, wie wird es? Auf den 2. Platz liegt er jetzt zurzeit. Oh, jetzt fällt er auf den letzten Platz zurück. In Führung mit Rot, Tommy Knutzen. Tommy Knutzen auf den 1. Platz. Auf den 2. mit Blau, John Cook. Castagna auf den letzten Platz jetzt zurückgefallen. Hans Nielsen auf den 3. Platz. Jetzt kann eine Aufholjagd beginnen. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schlecht jetzt für Hans Nielsen. Der Vorsprung von Tommy Knutzen und John Cook riesengroß. Hans Nielsen, er weiterhin auf den 3. Platz. John Cook greift nochmal Tommy Knutzen an und zieht an ihm außen vorbei. Was macht jetzt Tommy Knutzen? Lässt er sich nochmal zurückfallen? Verhilft er Hans Nielsen zu einem weiteren, vielleicht wichtigen Punkt? Aber es scheint nicht so zu sein. Er greift nur noch John Cook an. Hans Nielsen weit abgeschlagen. Und Tommy Knutzen, er bleibt außen. Will natürlich nochmal an John Cook vorbei. Der natürlich immer wieder darauf achtet, dass... Oh, jetzt zieht Tommy Knutzen nach innen. Und die letzte Runde war das auch. Oh, 3 Punkte für John Cook. 2 Punkte für Tommy Knutzen. Nur 1 Punkt für Hans Nielsen. Und ohne Punkte Amado Castagna. 8 Punkte insgesamt für John Cook. 7 Punkte für Tommy Knutzen. 10 Punkte Hans Nielsen. Und 4 Punkte Amado Castagna. Und kommen wir jetzt einmal zur Gesamtübersicht. Nach 4 Läufen insgesamt. Und hier ist in Führung gegangen. Ja, auf Platz 1 liegen zurzeit Erik Gundersen mit 10 Punkten, Kai Niemi mit 10 Punkten, Sam Ermolenko mit 10 Punkten, Hans Nielsen mit 10 Punkten. Wow, fantastisch. Das werden Läufe, die letzten 4. Lassen wir uns überraschen. John Cook und Sean Moran mit insgesamt 8 Punkten auf Platz 5 und 6. Tommy Knutzen mit 7 Punkten auf Platz 7. Mit 6 Punkten
Auf Platz 8 Kevin Tete und Platz 9 Jano Pedersen. Egon Müller auf Platz 10 mit 5 Punkten. Jan Andersen auf Platz 11 mit 5 Punkten. Lawrence King ebenfalls nur 5 Punkte auf Platz 12. Amado Castagna mit 4 Punkten auf Platz 13. Kali Meyer mit einem Punkt auf Platz 14. Viktor Kuznetsov mit einem Punkt auf Platz 15. Und noch auf dem letzten Platz Zoltán Adrián aus Ungarn mit 0 Punkten. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die letzten 4 Läufe. Denn 4 Fahrer liegen punktgleich mit 10 Punkten auf den ersten Plätzen. Und jetzt kommen wir gleich zum Heat Nummer 17. Und es geht gleich derbe Runden. Kelvin Tatum mit Rot startet auf der Innenbahn. Schreibt insgesamt 6 Punkte. Dann geht es aber los. Kai Niemi mit 10 Punkten. Auf der zweiten Bahn in Blau ebenfalls mit 10 Punkten. Hans Nielsen kommt gleich wieder an den Start. Und mit 6 Punkten auf der Außenbahn Jano Pedersen. Jetzt sind wir gespannt, was Hans Nielsen machen kann. Schafft er es, diesen Sieg nach Hause zu fahren? Kann er Weltmeister sein? Und er hat einen Bombenstart. Er geht in Führung. Hans Nielsen auf Platz 1. Auf Platz 2 im Heat Nummer 17 mit Rot Kelvin Tatum. Auf den dritten Platz mit Gelb Jano Pedersen und Kai Niemi nur auf dem letzten Platz in diesem Lauf. Jano Pedersen müsste er noch packen können, aber Hans Nielsen Vorsprung riesengroß. Das ist natürlich hervorragend. Dann schriebe er 13 Punkte. Und das wäre natürlich schon ein großer Gewinn für ihn, denn noch 2 andere Fahrer könnten nachziehen. Aber dazu kommen wir später. Hans Nielsen in Führung. Auf Platz 2 Kelvin Tatum. Auf Platz 3 Jano Pedersen. Und auf den letzten Platz Kai Niemi. Ja, die Einblendungen sollten jetzt noch nicht sein. Wir kommen später. Oh, und da hat Kai Niemi. Oh, es war immer Kai Niemi, der auf den dritten Platz fuhr und hat einen Ausfall. Aber Hans Nielsen als erster über die Ziellinie. Und er schreibt somit 13 Punkte. Und jetzt geht es ihm, wie im letzten Jahr. Jetzt kann er nur warten. Was machen die anderen Fahrer? Kommt es noch zu einem Stechen oder hat er durch diese 3 Punkte schon einen Weltmeistertitel errungen? Das ist jetzt die große Frage. Die 17, 13 Punkte insgesamt Hans Nielsen. 8 Punkte und er schließt auf einem 8. Platz ab. Kelvin Tatum. Jano Pedersen schreibt insgesamt 7 Punkte und schließt auf den 9. Platz ab. Und Kai Niemi schreibt insgesamt 10 Punkte. Und 10 Punkte kann auch noch ein anderer Fahrer erreichen. Mal schauen, wer es wird. Ja, und dann geht es weiter mit Heat Nummer 18. Dieser Heat ist nicht gerade so entscheidend. Tommy Knudsen kann auf 10 Punkte kommen, wie zum Beispiel Kai Niemi. Viktor Kuznetsov schreibt einen Punkt. Kali Meyer schreibt einen Punkt. Und ohne Punkte zollt an Adrian. So die Startaufstellung von innen nach außen. Rot Tommy Knudsen, blau Kuznetsov, weiß Kali Meyer. Und der Start ist erfolgt in Gelb nach Adrian. In Führung, Heat Nummer 18. Rot Tommy Knudsen mit Gelb geht jetzt auf den zweiten Platz. Zoltán Adrián mit Blau Viktor Kuznetsov und Karl Mayer. Sehr weit kommt er nach außen. Schon blamabel, wollen wir sagen, ist das, was er hier zeigt. Fährt im Feld nur hinterher. Einen geschenkten Punkt aus seinem ersten Lauf. Mehr konnte er hier und heute nicht erreichen. Es war wohl nicht sein Tag, aber nehmen wir es dem Kali nicht allzu übel. Es kommen noch bessere Zeiten auf ihn zu. In Führung aber immer noch im Heat Nummer 18 Tommy Knudsen vor Zoltán Adrián, Viktor Kuznetsov und Kali Meyer. Ja, und letzte Runde wird angezeigt für Tommy Knudsen. Kali Meyer, der ja auch sehr, sehr wenig Erfahrung gesammelt hat in dieser Saison im deutschen Speedway-Sport, Landshut nicht in der Bundesliga und somit sehr, sehr wenige Rennen auf der Speedway-Bahn. Aber zurück zum Rennen. 3 weitere Punkte für Tommy Knudsen. Insgesamt 10 Punkte schreibt er. Genauso viele Punkte wie Kai Niemi. Man muss natürlich rechnen, wer jetzt auf einen 4., 5. Platz kommt. Ja, wie gesagt, 3 Punkte Tommy Knudsen. 2 Punkte Zoltán Adrián. Er schreibt jetzt insgesamt 2 Punkte. Schließt auf einen 14. Platz ab. Viktor Kuznetsov schreibt einen Punkt. Insgesamt hat er 2 Punkte. Auf einem 15. Platz schließt er ab. Und Kali Meyer, schlechtester kontinentaler Teilnehmer und schlechtester Teilnehmer am heutigen Tage. Mit einem Punkt auf Platz 16, den letzten Platz.
Enttäuschung können wir leider nur sagen. Heat Nummer 19 am Start. Egon Müller nochmal. Er wird natürlich versuchen, sein Punktekonto nochmal zu erhöhen. Aber er muss fahren gegen Jan Andersen, der ebenfalls 5 Punkte hat. Sam Ermolenko mit 10 Punkten. Er hat noch Chancen, zu einem Stechen zu kommen gegen Hans Nielsen, wenn er diesen Lauf gewinnen könnte. Und John Cook, ja, ich glaube, der John wird für Sam Ermolenko fahren. Denn Sam Ermolenko braucht Punkte. John Cook kann in die Führungsspitze nicht mehr eingreifen. Er hat erst insgesamt 8 Punkte. Heat Nummer 19. Egon Müller, Jan Andersen, Sam Ermolenko und Außenstarten John Cook. Wer kommt am besten weg? Heat Nummer 19. Mit Blau ist es Jan Andersen. Und auf den zweiten Platz Sam Ermolenko mit Weiß und Gelb. John Cook auf den dritten Platz. John Cook, er fährt innen, er kommt nicht dran vorbei. Und mit Rot Egon Müller auf dem letzten Platz. Ja, Sam Ermolenko, er bleibt außen, er greift Jan Andersen an und zieht außen an ihm vorbei. Auf der ersten Platz ist er nun. Oh, es könnte zu einem Stechen kommen zwischen Hans Nielsen und diesem Fahrer Sam Ermolenko, der jetzt auf Platz 1 liegt. Jan Andersen auf den zweiten Platz, John Cook auf den dritten Platz und Egon Müller abgeschlagen auf den letzten Platz. Ja, Egon Müller macht die Verletzung zu schaffen. Man sieht es und man spürt es selbst auch. Und in Führung aber weiterhin Sam Ermolenko mit 13 Punkten, wenn er jetzt durchs Ziel fährt. Hat er einen, oh, da hat er einen Fahrfehler. Er kann es aber nochmal schaffen. Und es kommt zu einem Stechen. 3 Punkte somit für Sam Ermolenko und somit 13 Punkte. Er freut sich. Er hätte, glaube ich, selbst nach seinen ersten 2-3 Läufen nicht damit gerechnet, dass er sich für ein Stechen gegen Hans Nielsen qualifiziert. Aber noch ist nicht alles gelaufen. Denn Erik Gundersen in seinem letzten Lauf in Heat Nummer 20 kann ebenfalls 20 Punkte erreichen. Hier nochmal Sam Ermolenko. Jan Andersen, John Cook und Egon Müller. Und nun kommen wir zum Heat Nummer 20. Und hier geht es auch nochmal richtig rund. Denn am Start, naja, lassen wir das Bild erst einmal umschalten. Am Start mit Blau Same hier Erik Gundersen, der natürlich jetzt in diesem Lauf alles versuchen wird, um auf den ersten Platz vorzufahren und ebenfalls sich für dieses Stechen um Platz 1 und 2, was ja jetzt schon feststeht, zu qualifizieren. Startaufstellung, Heat Nummer 20, in Rot, Sean Moran. In Blau Erik Gundersen, Weiß Lance King und außen mit Gelb Amado Castagna. Und der Start ist erfolgt. Mit Rot ist es Sean Moran. Sean Moran in Führung vor Weiß Lance King und Erik Gundersen auf einem dritten Platz. Er greift jetzt an Sean Moran, aber er bleibt auf Platz 1. Lance King zieht jetzt nach vorne. Nein, er bleibt auf dem zweiten Platz. Ah, Erik Gundersen auf dem dritten Platz. Jetzt versuchen natürlich die beiden US-Boys Fahrer zu fahren. Aber Erik Gundersen, außen kommt er. Was macht er? Er zieht außen drauf vorbei. Es ist unwahrscheinlich, was er hier gebracht hat. Da hat er das USA-Team direkt ausgetrickst auf den ersten Platz. Jetzt Erik Gundersen auf Platz 2. Lance King mit Weiß und mit Blau auf dem dritten Platz. Mit Rot auf dem dritten Platz. Sean Moran. In Führung aber weiter an Erik Gundersen. Die letzte Runde war es. Und auf der Zielgeraden ist er jetzt. Und somit steht es fest, es wird ein Stechen stattfinden mit 3 Fahrern. Das hat es schon jahrelang nicht mehr gegeben. Und es sind am Start in diesem Stechen 2 Dänen und ein Fahrer aus der USA. Aber Zieleinlauf in diesem fantastischen Lauf, wo Erik Gundersen einmal wieder sein ganzes Können hat aufblitzen lassen, zog er an den beiden USA-Fahrer in einem Wahnsinnsstil, den man eigentlich nur von Chris Morton kennt, an diesen beiden US-Boys außen dran vorbei. Und es ist wahr geworden, 3 Fahrer mit insgesamt 13 Punkten haben sich für ein Stechen qualifiziert. Und nun ist es natürlich wahnsinnig spannend. Welcher dieser 3 Fahrer kann das Einzelweltfinale 1985 im Ozzalstadion zu Bradford in Großbritannien gewinnen? Ist es innenstartend
mit Rot. Sam Ermolenko. Oder ist es mit Blau, Hans Nielsen? Oder ist es mit Gelb? Auf Bahn 3 starten, Erik Gundersen. Und der Start ist Erfolg. Geht Hans Nielsen in Führung oder ist es Erik Gundersen? Mit Blau ist es Hans Nielsen. Aber Erik Gundersen konnte dort auf Platz 1 vorgefahren. Auf Platz 2 Hans Nielsen, auf den dritten Platz. Sam Ermolenko. Erik Gundersen auf dem ersten Platz. Soll es wieder so sein, dass er seinen Titel verteidigen kann? Ah, Hans Nielsen natürlich schon bei seinem Sturz sehr viel Pech hatte. Und jetzt ist der Vorsprung von Erik Gundersen riesengroß. Was macht Hans Nielsen? Kann er nochmal eine Aufholjagd starten? Die zweite Runde geht zu Ende. Runde 3 wurde angezeigt. Und Hans Nielsen immer noch auf den zweiten Platz. Erik Gundersen auf Platz 1 weiterhin. Kann er seinen Titel verteidigen? Die letzte Runde wird angezeigt. Und die fahren, sie fliegen hoch. Letzte Runde für Erik Gundersen mit der Startnummer 14 in Gelb. Großer Vorsprung auf der Gegengeraden. Hält die Maschine. Der Vorsprung ist riesengroß in der letzten Kurve. Und der amtierende Weltmeister aus dem Jahre 1984 verteidigt seinen Titel. 1985 Weltmeister Erik Gundersen aus Dänemark. Er kann es, glaube ich, selbst nicht fassen. Hans Nielsen ist der Erste, der ihm gratuliert. Aber ich möchte nicht wissen, was in Hans Nielsen nun vorgeht. Hier sehen wir Ole Olsen, ob es wieder eine Genugtuung ist. Hans Nielsen fährt einsam und alleine, traurig, niedergeschlagen ins Fahrerlager zurück. Der obligatorische Bump hier für Erik Gundersen. Sam Ermolenko kommt zurück, der einen dritten Platz belegte. Auch fantastisch. Aber die Kamera wird jetzt gleich umschwenken. Wird uns zeigen, Hans Nielsen alleine gelassen, fuhr er ins Fahrerlager. Kein Schulterklopfen, Niedergeschlagenheit bei diesem Mann. Wieder nur Vize-Weltmeister. Er stellt sein Motorrad in den Parc Fermé, wird von seinem Mechaniker noch getröstet. Was soll man machen? Ich glaube, es soll nicht sein bei Hans Nielsen. Er muss sich immer wieder mit einem Vize-Weltmeistertitel zufrieden geben. Ja, im Trost der Fotografen, Erik Gundersen, der nach 1984, nun auch 1985, seinen Weltmeistertitel einbehalten konnte. Und was dieser junge Mann alles geleistet hat, möchte ich Ihnen jetzt aufzählen. 1984 wurde er Teamweltmeister, wurde er Einzelweltmeister und Langbahnweltmeister. Dann ging es weiter, im Jahre 1985 wurde er in Rybnik Westpers-Weltmeister mit seinem Partner Erik Gundersen. Dann wurde er vor kurzer Zeit in Long Beach in der USA Teamweltmeister mit dem dänischen Team. Und hier und heute hat er es wiederum geschafft, seinen Titel 1985 Speedway-Einzelweltmeister nach Hause zu fahren. Ja, hier befinden sich die Fahrer, natürlich Weltmeister Erik Gundersen an der Spitze auf der Ehrenrunde vor den insgesamt 37.000 Zuschauern und Hans Nielsen und Sam Ermolenko auf dem zweiten bzw. dritten Platz. Da gehen wir die Tabelle einmal weiter runter. Auf Platz 4 mit insgesamt 10 Punkten Kainimi aus Finnland vor Sean Moran, der 10 Punkte schreibt. Und auf Platz 6 Tommy Knutz mit ebenfalls 10 Punkten. Ja, kommen wir zur Siegerehrung. Auf Platz Nummer 3 mit insgesamt 13 Punkten. Nur durch ein Stechen auf den dritten Platz gekommen. Sam Ermolenko aus den USA. Und hier kommt der Vize-Weltmeister aus dem Jahre 1984. Und ebenfalls Vize-Weltmeister im Jahr 1985. Hans Nielsen aus Dänemark. Mit ebenfalls 13 Punkten, nur unterlegen im Stechen, Erik Gundersen. Hans Nielsen, man sieht es ihm an, die Freude ist nicht allzu groß. Ein Weltmeistertitel, er wäre besser zu vermarkten als ein Vize-Weltmeistertitel. So, nun kommen wir zum Weltmeister 1985. Und dieser Weltmeister heißt, wie im vorigen Jahre, aus Dänemark mit insgesamt 13 Punkten auf Platz 1. Speedway Einzelweltmeister 1985. Erik Gundersen. In der Mitte wird er eingereiht von den Sunbright Girls. Die natürlich alle gespannt. Worauf warten sie wohl? Auf ein Küsschen von dem neuen Weltmeister. Neuen und alten Weltmeister. Und das erste Küsschen gab es gleich. Und hier steht er auf dem Brettchen.
mit dem Weltmeisterschaftspokal, der ein weiteres Jahr in seinen Tresor oder in seinen Trophäenschrank kommt. Erik Gundersen, Weltmeister 1985. Ja, die Ehrung folgt nun und wir gehen nochmal weiter in der Tabelle. Auf den 7. Platz mit 9 Punkten John Cook, mit 8 Punkten auf Platz 8 Calvin Tatum, auf Platz 9 Jano Petersen, eine Wahnsinnsüberraschung auf Platz 7. Jan Andersen mit 7 Punkten auf Platz 10, Lance King mit 6 Punkten auf Platz 11 und bester kontinentaler Teilnehmer, wie schon gehabt, Egon Müller mit 5 Punkten auf Platz 12, Amado Castagna auf Platz 13, Adoyan Platz 14, Kuznets auf Platz 15 und Kalimayer auf den letzten Platz. Und somit verabschieden wir uns von einem der besten Speedway-Einzelweltfinales, was wir gesehen haben. Auf Wiedersehen, HJK Speedway.